fangen Sie an. Ich hatte die beiden Fragen zu beantworten mit dem leeren Grab und mit der Leiblichkeit der Auferstehung. Ja, bitte schön. Einen Moment noch, erst wenn das Mikro da ist. Ich finde es so bewegend, dass diese ängstliche Jüngerschar ja in ihrem Zusammenleben, einzeln und in der Gemeinschaft, selber so was wie Auferstehung erlebt haben. Das, was in verschiedenen Vorträgen zum Ausdruck kam, dass also eins der Zeugnisse der Auferstehung sozusagen die historischen Tatsachen sind. Da waren jetzt mehrere, glaube ich. Also, ich sammle mal ein bisschen rum, aber ja. Ich darf nur nicht mehr sagen, ich verstehe dieses ganze Gerede für den vollen Grab überhaupt nicht. Es steht in den Evangelien, das Grab war leer. Es sind mehrere Zeugen da. Petrus, Johannes und die Frau. Ja. Was wollen wir denn noch mehr? Also ich bin auch der Meinung, dass man das leere Grab nicht so einfach gewissermaßen zurücksetzen kann, ja, ob es nicht da stünde. In dem Zusammenhang hätte ich mir vielleicht auch mal gern gewusst, was ist denn von dem Argument zu halten, das früher vor allen Dingen vorgebracht wurde, wenn das Grab gefüllt gewesen wäre, hätten ja die Juden die besten Gründe gehabt, ihnen zu sagen, was bildet ihr euch denn ein auf eure Auferstehung, da liegt er doch. Also diese Argumentation, dass man jedenfalls aus der Literatur kaum Erkenntnisse hat, ob das damals eine Diskussion war. Es wäre also leicht gewesen, die wenigen Christen mundtot zu machen. Drehen wir die mal zusammen. Die zwei Fragen gehen ja in eine ganz ähnliche Richtung. Also Fakt ist scheinbar, dass auch die jüdische Polemik gegen die Christen nicht behauptet hat, das Grab sei voll gewesen. Ja, wir kennen zumindest keine Schrift, wo das war. Der Haupteinwand gegen die Logik dieses Arguments läuft, dass die jüdischen Konzepte von Auferstehung, die jüdischen Konzepte, nicht über den Körper funktionieren. Also für die war Auferstehung nicht, wir würden heute modern sagen, an eine körperliche Wiederbelebung gebunden. So was, das funktioniert bei denen einfach anders. So ein Vorstellungsmodell gibt es nicht. Die Frau Poplutz hat ja heute verschiedene Modelle auch vorgestellt. Der Körper spielt bei alle die keine Rolle. Da gibt es ganz andere. Also die haben sich einfach Auferstehung nicht so an den Körper gebunden vorgestellt. Insofern wäre das für die kein Argument gewesen, dass das Grab voll war oder leer war. Ja, also danke. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also, dass wir uns heute über das leere Grab oder über die Historizität des leeren Grabes streiten würden. Wir Theologen meine ich, das glaube ich stimmt. Also zumindest für die Exegeten stimmt es nicht. Also ich glaube, bis auf den Herrn Hengel gibt es bei den Exegeten heutzutage keinen Vertreter, keinen, der noch davon ausgeht, dass das Grab leer gewesen wäre. Und zwar meistens gar nicht deswegen, und da möchte ich Sie jetzt auch bitte daran erinnern, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, das Grab war voll. Ich habe nur gesagt, wir wissen es nicht. Und Fakt ist, wir wissen nicht, wo das Grab Jesu ist. Keiner hat von uns reingeschaut. Wir können das nicht sagen. Der zweite Punkt ist, und da würde ich Ihnen jetzt ein bisschen widersprechen wollen, also die Leute, die sich jetzt berufsmäßig mit der Heiligen Schrift auseinandersetzen, die Exegeten, also ich bin keiner, ja, aber die das tun, die sagen, die Texte geben das nicht her, dass das Grab leer gewesen wäre in unserem Sinn. Ich als Systematiker würde dazu sagen, das, was wir als geschichtliches Faktum anerkennen, dieses Konzept der historischen Faktizität, entwickelt sich in der europäischen Aufklärung, also sagen wir mal grob im 18. Jahrhundert. Vorher wurde Wirklichkeit nicht so wahrgenommen und auch nicht so begründet. Und wenn ich jetzt hergehe
und sage, ich muss ein historisch leeres Grab als Faktum haben, dann nehme ich eine Begründungsstruktur der Neuzeit und wende die auf einen antiken Text an. Das kann nur schiefgehen. Da werden wirklich Eier und Äpfel oder Äpfel und Birnen, wie sie es haben wollen, miteinander verwechselt. Das geht nicht. Das wollen die Evangelien so nicht. Und das wird auch ihrer Eigenart als Text nicht gerecht. Wenn überhaupt, und insofern also möchte ich das Anliegen, das Sie einbringen, nicht gering schätzen, müssen wir uns fragen, warum uns diese uralten Texte, von denen uns jetzt zwei Jahrtausende trennen, und nehmen Sie das bitte nicht gering, das ist eine Menge Holz, warum interessieren uns die heute überhaupt noch? Warum können wir die noch lesen? Warum sagen die uns noch was? Gleich was. Es geht mir jetzt gar nicht um richtig oder falsch. Und das ist sozusagen die Bedeutungsdimension. Und natürlich müssen wir heute sozusagen die Wahrheit dieser, wenn Sie so wollen, traditionell gesagt, göttlichen Offenbarung, ja, die müssen wir in einem Verständniszusammenhang setteln, der für uns Bedeutung hat und überzeugend ist. Insofern stimmt es, was Sie sagen, die Kirche war ganz klein und hat sich zu einer Weltkirche entwickelt, aber eins kann ich nur sagen, wir glauben heute definitiv sicher ganz was anderes, als die Jünger vor 2000 Jahren geglaubt haben. Das war eine ganz andere Welt. Und offenkundig geht das aber. Offenkundig glauben wir nicht falscher als die. Dieses eher komplizierte Ding nennt die Kirche Tradition. Und Tradition, das ist eben trotz, also da gibt es verschiedene Dinge, die rumgeistern, trotz dieser sehr landläufig etwas naiven Meinungen, das ist nichts, was nur am Festhalten und Bewahren hängt, sondern Tradition verändert. Denken Sie nur, die, der Jesus spricht, wahrscheinlich aramäisch. Die neutestamentlichen Schriftsteller schreiben das ganze Zeug in Griechisch auf. Die berühmteste Übersetzung, die weitläufigste Übersetzung, die dann das Mittelalter dominiert, ist lateinisch. Und wir lesen es heute in Deutsch, wir hier. Zwischen einer Sprache, also wie Griechisch, und einer Sprache wie Latein, liegen Weltanschauungen. Sie können sowas wie Anastasis nicht ins Lateinische übersetzen, ohne dass das ganz was anderes wird. Und ins Deutsche schon dreimal nicht. Und wir sollten das nicht geringschätzen. Es gibt den Ruf, dass Authentizität an der buchstäblichen Unveränderbarkeit hängt. Das ist, glaube ich, unhaltbar. Das geht nirgends so. Denken Sie an Ihr eigenes Leben. Das geht so nicht. Und auch die Evangelien gehen so zum Beispiel jetzt mit der Auferstehung Jesu nicht um. Die erzählen die ganz verschieden und auch immer wieder neu. Es war toll, wie der Professor Heininger heute Morgen das gezeigt hat, wie unterschiedlich der Paulus über sein Bekehrungserlebnis reden kann. An vier Stellen vier vollkommen verschiedene Konzepte. Und trotzdem geht es um diese eine Wahrheit der Lebenswende. Und ich denke, dieser geschichtliche Aspekt, ich sage bewusst geschichtlich und nicht historisch, also dieser, dass Wahrheit nicht am Anfang da ist und dann muss man sie in irgendwelchen Becherchen, möglichst ohne einen Tropfen zu verschütten, bis nach heute tragen, sondern dass Wahrheit immer reicher wird, weil sie immer neu gefunden werden muss in jeder Generation. So auch von uns heute. Ja, das, glaube ich, ist ein ganz zentraler Punkt, der auch dann möglich macht, an der sozusagen Lebensbedeutung von sowas wie der Auferstehung Jesu immer neu festzuhalten, weil man es für jedes Leben neu gewinnen kann. Ja, also da bin ich jetzt einmal ganz protestantisch, dass der Jesus mein Heiland ist. Das ist schon der entscheidende Prüfpunkt jetzt für mein Glauben. Und wenn ich dann das nicht bezeugen kann, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Wenn ich es aber bezeugen kann, muss ich es so bezeugen, dass es wirklich was mit meinem Leben zu tun hat. Und da würde ich jetzt einmal sagen, das ist jetzt verallgemeinert auf die kirchliche Verkündigung, dann hat die kirchliche Verkündigung einen lebensweltlichen Kontext in der Gegenwart. Die Kirche in der Welt dieser Zeit, das ist der Titel der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Die haben da nicht geschrieben, die Kirche in der Welt von heute,
weil die meinen, jede Gegenwart, also der Sinn des Evangeliums oder die Bedeutung, wie ich sage, die findet sich immer je jetzt, nicht irgendwann damals im Neuen Testament und auch nicht irgendwann am Ende der Zeiten, sondern heute. Das habe ich damit gemeint, wir müssen bewähren, also der Glaube muss seine Wahrheit bewähren. Wenn er das nicht tut, wird er unglaubwürdig. Und in diesem Bewährungsprozess ist eine der Bruchstellen, vielleicht haben Sie das gemeint, im 19. Jahrhundert die Historismusdebatte. Da geht es dann darum, mit einem ganz bestimmten Begriff von Wissenschaft, den wir heute nicht mehr teilen, wenn das Grab nicht leer war, dann ist der Glaube ein Schmarrn. Aber also diese Problemstellung, die gehört natürlich dann auch in diese Zeit und die ist jetzt schon wieder lang her. Also auch die, zumindest die Historiker, die ich kenne, argumentieren nicht so. Es gibt ganz andere Einwände gegen unseren Glauben. Also natürlich gibt es, das habe ich nur kurz angedeutet, es gibt diesen ganz sozusagen fundamentale Veränderungen in der Wirklichkeitsauffassung, also was wir unter wirklich oder real verstehen wollen. Und da würde ich jetzt schon, also eine der maßgeblichen Veränderungen läuft darauf hinaus, dass man als wirklich ansieht, was man in irgendeiner Weise auch, ich würde jetzt einmal sagen, als Vorfindliches feststellen kann. Das stimmt jetzt nicht so ganz genau, auch da hat sich wieder was geändert. Also das ist jetzt nicht bloß, weil der Tisch da steht und ich fasse ihn an, sondern da geht es eher um ganz bestimmte Protokolle, wie wir sagen, dass, also wie wir mit Wirklichkeit, mit Gegenständen umgehen. Das ist sehr mathematisch zum Teil, aber der Erfahrungsbezug, das Empirische, das ist ganz, ganz wichtig. Und in einem gewissen Kurzschluss könnte man dann sagen, wenn der Jesus wirklich auferstanden ist, dann kann der nimmer im Grab liegen, dann muss das Grab leer sein. Und wenn dann also das Grab leer ist, dann ist das ein Beweis dafür, dass er auferstanden ist. Dagegen würde ich einfach nur sagen, das Grab kann aus ganz verschiedenen Gründen leer sein. Die klassische, also jetzt in der Antike, eine der ersten antichristlichen Deutungen in dem Sinn war, das war der Gärtner, der hat den mutwillig geklaut, damit die Christen, diese fiesen Leute, behaupten können, der sei auferstanden. Das ist der Hintergrund von diesem Sprichwort, der Schuldige ist immer der Gärtner. Daher kommt das. Ja, daher kommt das. Und von daher würde ich jetzt einmal sagen, das leere Grab qua Leerheit beweist gar nichts. Und ich habe halt versucht, in dem Statement eine Perspektive aufzumachen, dass man sowas wie Auferstehung nicht über körperliche Identitäten konstruieren kann. Also was würde es denn ändern, wenn das Grab nicht leer wäre und die Jünger trotzdem verkündigt hätten, der Jesus ist auferstanden? Also wenn es nicht um die Wiederbelebung einer Leiche geht, der Herr Stubenrauch hat gesagt, wenn es nicht ein Gespenst sein soll, das da irgendwie umgeht, ja, dann muss die Wirklichkeit der Auferstehung anders fassbar, erfahrbar sein, als über diese, würde ich jetzt einmal sagen, ganz naive Identifizierung. Und ich glaube, dass das auch vielleicht insgesamt für uns heute sowas wie Auferstehungswirklichkeit eventuell greifbarer macht. Ja? Das ist ja auch schon, also was soll die universale Erlösung, der Messias für die ganze Welt, für jeden von uns, ja? Wie soll der sozusagen gestaltmäßig so als ein Individuum auftreten? Das hat jetzt für mich zumindest ein Bedeutungsproblem. Wie soll das gehen? Ja? So ja, da war nur eine Meldung, vielleicht sogar gleich eine Nachfrage. Ich bin in der Schule keine Religionslehrerin und man erreicht Schüler nicht mit der Frage, das Grab war leer, weil, das Grab war voll, weil das ist für Jugendliche, ist einfach völliger, das ist ein Mythos dann. Ja, wobei Mythos ist natürlich was ganz Starkes. Ja, also das, und das, was ich gesagt habe, ist natürlich auch Theorie. Das glaube ich, hängt schon so mit zusammen, wobei ich Ihnen zustimmen würde, es klagt eine andere Ebene der Plausibilität ein. Also wenn ich jetzt das über dieses pastorale Prinzip erkläre, dann setzt das voraus und das allein hat ja, ich würde jetzt einmal sagen, in den zurückliegenden Jahren
so 70er, 80er ja dann ganz bestimmte Kreise in Habachtstellung gebracht, also dagegen. Das setzt voraus, dass sich die Wahrheit des Glaubens bewähren muss in der Welt. Und das ist ja für ganz bestimmte Leute ein absolut rotes Tuch, weil die Wahrheit ist wahr und Punkt. Und die hat sich nicht zu bewähren, die Welt hat sich zu ändern und so. Und wenn man das dann umdreht, das ist ja was, was das Zweite Vatikanum zu so einem zentralen Ereignis in der kirchlichen Lehre macht. Denn die Konzilsväter gehen zum ersten Mal her und sagen, in welcher Welt leben wir eigentlich? Das ist eine Fragestellung, die die Kirche bis dahin nicht kannte. Zum Schaden der Kirche, muss ich sagen. Und das ändert sich da auf ganz verschiedenen Ebenen. Da gibt es unterschiedliche, also es wird in unterschiedlichen Dokumenten unterschiedlich verarbeitet. Und das führt dann allerdings in der Tat dazu, dass du als Verkündiger, ob das jetzt der Pfarrer oder der Religionslehrer oder meinetwegen der Theologe ist, wir verkündigen ja eher weniger, aber wir tun ja was dafür, dass die anderen es können sollen, dass wir andere Bewertungsmaßstäbe bekommen. Und dann wird zum Beispiel ein echtes Problem, das, was Sie ganz zu Recht ansprechen, dass die Kinder etwas, also oder die Schüler, dass die sozusagen etwas damit anfangen können. Also diese Art von Adressatenorientierung, die gibt es in dem klassischen System so nicht. Also friss oder stirb funktioniert anders. Ja? Und Lehre in der Kirche hat lange Jahrhunderte in dem Sinn funktioniert, also von oben nach unten und von innen nach außen. Also erst Gott, dann der Papst und dessen Lehrorgane. Und dann vor allen Dingen der Glaube sagt der Welt etwas, die glaubt es oder sie glaubt es nicht. Wenn sie es nicht glaubt, eigene Schuld. Also so ein bisschen ganz klischeehaft trifft den Wert der ganzen Sache nicht, weil es einseitig ist. Aber das erste Vatikanum, das hat so den Inbegriff, unsere feste Burg steht in Gott und wir sind drin. Und wenn die anderen draußen sind, Pech. Für die anderen. Und dass man diese Festungsmentalität, wenn ich das mal so typisieren darf, also das erste Vatikanum ist besser als das, aber nur einfach typisch, dass man die aufgegeben hat, das ist eine Leistung, die hängt auch mit dem Konzil zusammen und die, würde ich jetzt wieder sagen, hat was mit Auferstehungsbotschaft zu tun. Denn noch einmal, in der Auferstehungsbotschaft geht es eigentlich nicht um den Jesus. Da geht es um uns und es geht darum, was Gott tut. Das ist der Dreh. Darf ich sagen, also ich war auch Lehrerin und ich finde, wir kommen da vielleicht auch in eine Gefahr, sage ich jetzt mal, weil man kann natürlich dann sagen, vom Sozialbezug können wir jetzt auf den Urkommunismus kommen, können wir auf soziale Programme kommen, da können wir fast sagen, ob Jesus jetzt auch verstanden ist oder nicht, wir sind tätig in der Welt. Und wenn wir jetzt so sagen, Auferstehung, und das ist vielleicht gar nicht mal so wichtig, aber der Sozialbezug, ich finde, da kommen wir schon irgendwie auf ein glattes Eis. Mhm. Kommt uns Gott nicht aus, so ungefähr. Kommt uns da nicht Gott irgendwo verloren? Da waren jetzt mehrere, glaube ich. Also, ich sammle mal ein bisschen rum, aber ja. Das kann mich heute noch also in Aufruhr versetzen, wenn ich bedenke, dass aus diesen wenigen Menschen, die Juden waren, sich eine Weltbewegung ergeben hat, wohin die führt. Das weiß kein Mensch. Es wird auch ganz oft als eines der großen, also durch die ganze Theologiegeschichte hindurch, als eines der großen Argumente für die Wahrheit angeführt. Das ist auch nicht wirklich beleuchtet. Ja. Mhm. Da, der Herr wollte auch gleich nochmal. Für mich ist die ganze Sache eine Lebenswirklichkeit. Dass man das mal knallhart da erkennt. Ja, aus der Fliege wurde ein Elefant. Also, wie gesagt, in der Exegese ist das leere Grab eigentlich kein Gegenstand des Streits, weil die Texte da so einfach nicht ergiebig genug sind. Ja? Also wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass wir mit historischen Argumentationen in dem Sinn da irgendwas weiter gewinnen. Ne? Wenn Heininger oder Poplutz heute Morgen sagen, das ist Theologie und kein Bericht, dann meinen die um Gottes Willen nicht, dass das Ausschmückung war. Sondern was die Evangelien wollen, ist eine Verkündigungsabsicht. Die wollen zeigen, die wollen verkünden, die wollen die Geschichte dieses Jesus erzählen als die Geschichte des Christus Gottes. Und dann, also jetzt ganz konkret, warum sind die Binden zusammengelegt und liegen da? Das ist eine alttestamentarische Rezeption. Das sind die Binden, die
sozusagen über das Antlitz des Mose gebunden worden sind, wie er vom Gottesberg runterschreibt, weil sein Antlitz leuchtete und die anderen haben es nicht ausgehalten, das zu sehen. Das war Gottes Gegenwart. So jetzt ein bisschen die Geschichte, ich erzähle, ich bin auch kein Alttestamentler. Ja. Und das wurde christlich sehr früh schon dahingehend gedeutet, dass die Juden die Wahrheit nicht sehen, weil die haben die Binden von Mose vor Augen. In der Auferstehung zeigt sich jetzt Gott selber, nämlich in seinem Gottessohn Jesus Christus. Das heißt, die Binden, die Erkenntnis Gottes verhüllt haben, sind weggefallen. Genau dasselbe mit dem Tempelvorhang, der zerreißt. Das sind Theologien, und ob das kann ja historisch so gewesen sein, umso besser, ist ja wurscht, ne? Die einfach sozusagen mit damals bekannten Konzepten eine ganz spezifische Aussage treffen. Nämlich der Jesus, der hat uns Gott selber offenbart. Und das hängt da drin. Das ist eine massive und durchaus gehaltvolle Theologie. Das ist keine Ausschmückung. Da geht es um die Wirklichkeit des Glaubens selber. Das ist, was die Christen geglaubt haben und was wir heute ja auch glauben. Und das ist nicht nachträgliche theologische Bearbeitung. Also kann ich ja, sie haben keine vorträgliche. Es ist alles nachträglich theologisch. Die Evangelien sind nach Ostern geschrieben. Dass der Markus sozusagen diese Moses-Analogie so voll drauf hat, dass der oder die anderen. Ja, konnte sie kennen. Ja, also die sagen das schon. Ja, gut. Der Punkt ist halt der. Ich kenne den Markus nicht und keiner von uns kennt den, wenn es den Markus gegeben hat. Und die Traditionsprozesse, also so geht man heute halt sozusagen jetzt literaturgeschichtlich mit Texten um, die sind nachweisbar. Es gibt auch die Konzepte, es gibt frühchristliche Reden darüber, die sind dann meistens ziemlich judenfeindlich. Die dann das sagen, die Juden erkennen Gott nicht, weil, und dann kommt das Ganze. Nur das wollte ich damit andeuten. Nur diese Verarbeitung nimmt der Aussageabsicht doch nichts. Nur eines tut's nicht. Diese Bindengeschichte im Grab ist kein historischer Beweis für die Leerheit des Grabes, sondern es ist eine christologische Verkündigung. Das wollte ich damit sagen. Ja? Also jetzt vom Textsinn her. Ich sage immer noch mal, das Grab kann leer gewesen sein. Ich würde das nicht bestreiten. Nur mit diesen Texten kann ich es nicht beweisen. Das ist, und theologisch noch einmal, also das wäre ja mein Statement gewesen, da unterscheide ich mich ja offenkundig von Herrn Stubenrauch, theologisch ist für mich eine Begründung der Christologie im historischen Faktum eines leeren Grabes ein Fehler. Also das, glaube ich, geht theologisch nicht. Ja? So, erster Rahmen. Wie der Anfangserfolg des Christentums überhaupt belegbar ist. Also was gibt es da an Nachweisbaren und wie er zu erklären ist. Ja. Ja. Ich bin jetzt natürlich weder Historiker noch Exeget, da haben Sie jetzt genau den richtigen. Die Systematiker können nichts, aber das können Sie gut. Nein, also erstens glaube ich, bis das Christentum zu einem Winner wird, also wenn man das einmal ansetzt mit der konstantinischen Reform oder so, dauert es natürlich schon eine Zeit lang. Und zum anderen, dass sich was ändert, also was der Herr Gradl doch auch betont hat, mit dem, was er die Spuren als Folgewirkungen nennt, das glaube ich stimmt schon. Und was man nachweisen kann an zum Teil, also an der Apostelgeschichte, aber auch an Umfeldtexten, ist, dass die Christen als eine Gemeinschaft, die sozusagen erst innerhalb des größeren jüdischen Verbandes und dann nach der Verstoßung aus der Synagoge praktisch auch außerhalb, als eine Sekte wahrgenommen werden, die doch relativ beeindruckende Sozialstandards hat. Ich nenne es einmal so ganz allgemein. Ja. Und man muss dabei jetzt der Apostelgeschichte das nicht wortwörtlich glauben, wie das mit dem Urkommunismus war und so. Das ist natürlich ein Propagandabild, ja, immer auch. Man will sich ja gut darstellen. Aber ich denke schon, dass auf der Ebene, also dass die Christen als Gemeinschaft überzeugt haben, dass das einen ganz großen Beitrag geleistet hat zur Überzeugungskraft der Botschaft, was dann natürlich auch heißt, dass die Botschaft da nicht unabhängig davon gesehen haben. Also die haben nicht die schöne Geschichte vom lieben Gott erzählt, sondern
die haben, das kann man ein bisschen in die Kirchenväter-Theologie hinein verfolgen, die haben in einer gewissen Weise anders gelebt. Und das war die Verkündigung. Und das hätte natürlich einen eminenten Auferstehungsbezug. Weil ich habe das ja nur ganz kurz angedeutet, weil man da gut drüber streiten kann. Aber die einzige theologische Richtung jetzt in der Gegenwart, welche das Programm des Zweiten Vatikanum umgesetzt hat, und zwar strukturell umgesetzt hat, das ist die südamerikanische Befreiungstheologie. Und das ist eine Theologie, die absolut auf dem Paradigma der Auferstehung basiert. Und zum Teil mit einer Art von Bibelteilen, die jetzt nicht unbedingt wissenschaftlichen Standards genügt, aber die genau so was machen. Also ich würde da schon einen Konnex herstellen zwischen der Überzeugungskraft der Botschaft, der Auferstehungserfahrung und dem Gottesbezug, der sich der Sache nach in einer gelebten Menschlichkeit Ausdruck verschafft, die schon damals eminent politisch war. So um dem Dreh. Ja, darf ich sagen. Zum Beispiel gehört der Glaube dazu. Ich sehe es nicht, wenn ich es nicht glaube. Woher habe ich dann den Glauben? Jetzt haben wir die Sache mit dem Huhn und dem Ei. Ja? Am Anfang steht jedenfalls irgendeine massive Irritation. Etwas, was das Leben der Leute, die dem ausgesetzt haben, wirklich verändert hat. Wirklich, weil eine Wirkung von. Ob jetzt dieser Beweisschluss ist, da war ich jetzt ganz vorsichtig. Denken Sie an die Unfallopfer, die Ihnen ganz verschiedene Geschichten erzählen von dem, was Ihnen passiert ist. Ja? Nur, die Texte, die wir haben, die Verkündigungstexte, und darum ist es so wichtig, dass wir von Verkündigung reden, die haben genau diese Absicht. Die wollen schon erklären, was da passiert ist. Und wie erklären sie es uns? Sie sagen, der Jesus ist der Christus, das heißt der Retter der ganzen Welt. Das ist unser Glaube. Basta. Und das ist ein Zeugnis, also dessen Authentizität zumindest überhaupt nicht in Frage steht. Ja? Wenn wir jetzt hergehen und sagen, und das ist jetzt wirklich was sehr Neuzeitliches, wie begründest du denn das? Mit welchem Recht sagst du denn das? Ja? Dann kommen wir auf einen Fragenkreis, der in ganz andere Bewährungsstrukturen läuft. Haben es allerdings, ehrlich gesagt, jetzt auch schon in den Evangelien, wenn Sie mal schauen, Johannes hat diese Szene Jesu am Tempel mit den Pharisäern. Und der Jesus sagt, ich bin derjenige welcher. Das sagt ja eh nur der johannesische Jesus, der ist doch besonders. Ne? Und dann sagen die Pharisäer, mit welchem Recht? Ja? Und dann sagt er, ja, das ist doch ganz einfach, euer eigenes Prozessrecht. Ja? Ich zeuge für mich und mein Vater im Himmel zeugt für mich, also sind es zwei. Und wo zwei zeugen, ist das Zeugnis glaubwürdig. Dann sagen die Pharisäer, und das ist der gesunde Menschenverstand, du spinnst. Ja? Weil beides ist dasselbe Zeugnis. Und dann sagt dieser johannäische Jesus Sechses, und daran sieht man, dass ihr nichts glaubt. Und genau das ist der Dreh. Also, das Johannesevangelium reflektiert relativ spät darüber, wie eine Verkündigung, die von Gott kommt, die also kein Mensch beglaubigen kann, weil sie von Gott kommt, wie die in der Welt Glaubwürdigkeit beanspruchen kann. Und die Lösung des Johannesevangeliums ist, dass der Jesus als Gottessohn für sich selber Zeugnis ablegen muss. Die Pharisäer, also die in Anführungszeichen Pharisäer, sehen aber nur den Jesus als Menschen. Und also glauben sie es ihm nicht. Und aus dem sozusagen logischen Zirkel kommen sie nicht raus. Das heißt, wenn ich als Theologe jetzt hergehen würde und sagen, passen Sie mal auf, wir Systematiker, wir beweisen euch das jetzt einmal, weil die Exegeten, die haben es nicht kapiert. Dann würde ich etwas tun, was nach dem Zeugnis jetzt des Johannesevangeliums Unglaube ist. Dann würde ich mich drüber stellen. Und ich kann Ihnen nur sagen, sich auf die Seite Gottes zu stellen, ist hochgefährlich. Das macht in der Regel dann einen zu einem Gotteskrieger, weil dann hat man nämlich Recht. Und das ist kein Problem des Islam, das ist ein urchristliches Problem. Und wir haben ganz oft nur Recht gehabt und entsprechend agiert. Und von daher würde ich jetzt einmal sagen, steht es der Theologie einfach, also zum Thema Letztbegründung, schlecht an, wenn sie glauben würde, sie würde sowas können. Also ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt Systematiker, aber ich weiß jetzt nicht, wie Gott tickt. Und ich würde dazu fügen, Gott sei Dank weiß ich das nicht. Ja?
Das ist eine hochinteressante Angelegenheit. Selbstverständlich, wenn die Pharisäer, wenn sie vor Jesus Christus stehen, so wie wir sagen, ja. Nach der Tora ist es ja so, wenn ein Mensch sich als Gott ausgibt, ist er aus der Gemeinschaft zu entfernen. Tot. Der wird gesteinigt, ja. 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 Denken Sie an Stephanus. Ja. Ja. Und hier sagt er, ich bin es. Dass er wirklich der Sohn Gottes ist, ist er ja aus dem höchsten Gremium des jüdischen Volkes. Ja. Ja. Und es ist hochgefährlich, hat es gewusst. Wenn ich jetzt sage, ich bin es, dann ist er des Todes schuldig. Ich habe mir mal Folgendes überlegt. Ich wäre einer dieser Ratsherren oder sogar einer der hohen Priester groß geworden in der Lehre der Tora. Genau. Ja, die Frage ist, haben die nicht recht? Ja, stellen Sie einmal vor, ich darf mich da hersitzen und da sagen, ich bin es. Ja, da sagen, der Bründel spinnt. Ja? Und sie hätten, natürlich, sie hätten recht. Also ich glaube ja auch, dass die Jünger es damals nicht einfacher hatten als wir. Also wenn man an den historischen Verurteilungsgrund, geht, dann wird man ja darauf verwiesen, dass der Jesus eines gemacht hat, nachweislich eines gemacht hat, was man in Israel nicht darf. Er hat den Tempel verunglimpft. Und der Tempel, das ist ja nicht bloß das religiöse Zentrum, das war schon schlimm genug, das ist die Staatsbank und es ist das politische Zentrum. Der hat praktisch den Identitätsmarker der Juden, die eh schon sozusagen besetzt sind in der Zeit von den Römern, ja, die also keinen eigenen Staat mehr haben. Also sozusagen das, die heilige Kuh, sagen wir es einmal so, die es überhaupt noch gibt, die hat der offenkundig, da ist man sich relativ sicher, angegriffen. Und das führt dann, das musste zu einem ganz extremen Maßnahmen führen. Also ich bin jetzt nicht dagegen, dass er nicht gesagt hat, ich bin es, um Gottes Willen. Ne? Aber das ist sozusagen auf jeden Fall der historische Hintergrund für die Anklage vor Pilatus durch den Hohen Rat. Und auch da würde ich jetzt wieder sagen, die Verkündigung, die jetzt dann damit arbeitet, dass man dem Jesus jetzt vor dem Repräsentanten der Weltherrschaft, nämlich dem Pilatus als dem Statthalter Roms, sagen lässt, du aber, ich bin derjenige welcher und mein Reich ist aber nicht von dieser Welt. Ja? Das ist eindeutig eine Ostertheologie und das hat natürlich eine eminente Bedeutung. Ja? Der Pilatus, den die Evangelien schildern, der knickt ja dann auch ein. Ja, und ich kriege dann Angst und so. Ich meine, was man von dem historischen Pilatus weiß, ist wenig genug, aber das war echt ein Schlechter. Also der war nicht so drauf. Ne? Und der hat die ausbluten lassen, die Juden. Ja, der wollte halt, er gilt als ein sehr brutaler Statthalter. Ja? Aber sozusagen in dem Spannungsfeld, in dem Markus schreibt, wird der zu einer positiv besetzten Bezeugungsinstanz. Der will den Jesus nicht verurteilen, denn der ist ja nicht schuld. Und erst auf Druck der Bösen, also Sie verstehen mich falsch, ja, also dieser typischen Darstellung, der bösen Juden knickt er ein und dann wird der Jesus, das war damals natürlich auch eine Stellungnahme im Verhältnis Christentum-Judentum. Eine sehr problematische Stellungnahme. Die war dezidiert anti-jüdisch. Ja? Ihr seid schuld. Das Blut komme über uns und unsere Kinder, hat ja eine ganz böse Nachgeschichte gerade bei uns hier in Deutschland gehabt, wenn Sie an die nationalen Christen denken und so. Ja? Und so Gott sei Dank funktioniert der Religionendialog nicht mehr so, Gott sei Dank. Ja? Aber Sie sehen, das sind Theologien und die haben auch ihre jeweiligen Schlagseiten. Auf der anderen Seite, sie machen die Bedeutung von diesem Jesus in ihrer Zeit mit der ganzen Kantigkeit, das hat klar. Das ist da, also sozusagen die treffen den Nerv der Leute. Und nur drum rede ich eigentlich lieber von Bedeutung als von Wahrheit. Wahrheit hat so einen Touch von ewig. Man muss das in dem geschichtlichen Setting haben. Die interessiert kein leeres Grab. Die interessiert der Jesus als Christus. Beziehungsweise umgekehrt, dass das nicht sein kann, weil das ist nämlich Gotteslästerung.
Der erste Gotteslästerungsvorwurf, den wir aus unserer Geschichte kennen, ist der Vorwurf, den der hohe Priester gegen den Jesus äußert. Ja? Also, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt doch alle die Gotteslästerung und da steht Blasphemie, ja? Das Wort, ihr habt es doch gehört. Also die erste Gotteslästerung trifft den Offenbarer, also den Jesus. Finde ich auch übrigens ganz interessant, wenn man Theologie unter dieser Rubrik fahren lässt. Aber das sind sozusagen solche Dinge, die auf jeden Fall einklagen, dass man in einer Welt lebt und dass wir uns in dieser Welt verständigen und dass es da Sachen gibt, die uns wirklich umtreiben. Und wenn die Auferstehung Jesu Christi nicht dazugehört, dann ist sie schlechtweg nicht wahr. Dann hat sie keine Bedeutung. Und das auch mit der Ewigkeit. Ne? Wenn Sachen immer gleichgültig sind, dann sind sie letzten Endes gleichgültig. Sie waren Mathematikerin. Für alle die, die das nicht sind, ist klar, dass 1 und 1 2 ist. Für Mathematiker nicht. Ja? Aber für alle anderen schon. Das ist jetzt nicht unbedingt so was besonders Interessantes. Wenn ich aber sage, der Jesus ist mein Heiland, mein lieber Schwan, dann muss ich das begründen. Ja? Mathematiker müssen auch das mit 1 und 1 begründen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja? Aber nur damit Sie mal... So müssen Sie, also Sie, wenn Sie die Wahrheit des Glaubens so haben wollen, dass Sie sie einpacken können und dann liegt es da am Tisch und da kann man es gut liegen lassen, dann ist es nimmer. Dann ist es nimmer. Und eine Theologie, die sowas behauptet, die treibt Ihnen wirklich den Glauben aus. Nicht die Theologie, die sagt, so war es aber nicht. Im Gegenteil, da redet man dann drüber. Ja? Mal so, also eine kleine Werfe für uns Wissenschaftler. Aber ist mit dem, was Sie gerade zum Ausdruck gebracht haben, nicht auch ein Grundproblem der Dogmatik berührt? Ja. Dass man versucht, Dinge, die zwischen Gott und den Menschen passieren, ich sage es mal grob, in Schubladen zu verpacken und sagen, da ist es. Ja. Sie haben vollkommen recht. Und es ist natürlich auch durch die Geschichte des Christentums und auch anderer Religionen zieht sich auch die Schwierigkeit zwischen Dogmatikern oder Theologen, die eben ganz genaues wissen, und den Mystikern, die etwas erfahren, was die Grenzen des Lehramtlichen oder des überhaupt der Lehre sprengen kann. Mhm. Wobei Dogmatiker auch Mystiker sein können. Ja, das ist also auch. Meistens sind die Mystiker bloß keine Dogmatiker. Ich hatte ein großer Theologe war und ein Mystiker. Bingo! Ja. Er ist natürlich, also wenn Sie mal was Irres lesen wollen, der Meister Eckhart ist ein Christ, also ohne Zweifel, und schafft es, eine christliche Theologie zu treiben ohne Christologie. Sie finden bei Eckhart keine Christologie. Da können Sie wirklich suchen. Aber die Gottesgeburt passiert immer. Ja. Nein, aber was Sie sagen, stimmt natürlich. Ich würde es jetzt nochmal auf eine ganz andere Ebene tun, also weil es dieses Blasphemische nochmal widerspiegelt. Wir bekommen, also die Exegeten, die sind ja da wirklich gut dran, die haben die Erzähltexte und da können sie auch damit umgehen und so, und das ist ja schön. Und wir sind die mit dem Begriff, also mit ganz bestimmten Begriffen. Die stehen meistens nicht einmal noch in der Bibel, also Trinität werden sie kaum in der Heiligen Schrift finden. Würde mich sehr wundern. Und wir behaupten dann, man braucht diese Begriffe, damit man richtig versteht, was damals war. Und Sie sehen schon, wie indirekt es wird. Ja? Also das ist ja keineswegs selbstverständlich, dass das Christentum qua Religion auf die Idee kommt, ihre Glaubenstradition in der Form von Lehre festzulegen, ist ein Prozess, der alles andere als selbstverständlich ist. Also als Dogmatiker, weil Sie mich so ansprechen, dass man sowas wie Glauben lernen kann oder lehren muss, das ist eigentlich irrwitzig. Gerade in unserem modernen Kontext, nochmal in einer ganz eigenen Ding, aber der Weg des Christentums geht so. Wir haben uns, also die Lehre entsteht auch nicht aus einem luftleeren Raum, sondern aus ganz bestimmten, also ich würde mal sagen, die Frau Poplutz heute Morgen hat sehr schön diesen apokalyptischen Rahmen gezeichnet und als der wegbricht, weil eben die Wiederkunft nicht kommt, weil der Messias nicht wiederkehrt und weil sich die Kirche in der Welt einrichten muss,
Dann entstehen erste, also so aus diesen Formeln, Glaubensbekenntnisse und Glaubensregeln. Und daraus entsteht sowas, da hängt dann die Ämterentwicklung mit zusammen, Lehramt kann man nicht sagen, wie eine Art von Theologie. Und Dogma, zunächst einmal vom Begriff her, heißt ja kaiserliches Gesetz, wenn es jetzt profan griechisch ist. Es heißt verbindliche Lehrmeinung und es heißt einfach auch nur Meinung. Als Dogmatiker bin ich einer, der theologische Meinungen und die Lehre der Kirche zum Gegenstand seiner Forschung hat. Ja, und das Problem ist massiv. Ja. Drum schlagen ja die Exegeten die Hände über den Kopf zusammen, wenn ein Dogmatiker, ein Systematiker was sagt. In der Regel haben sie recht, also die Hände über den Kopf zusammen zu schlagen. Vielleicht dürfen wir nochmal zu den Texten zurückkommen. Es ist auffallend, dass die alten Texte nur sagen, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und in den Evangelien heißt es dann, er ist auferstanden. Ja. Ja. Der Herr Heininger hat es ganz treffend gesagt, das hängt mit der Christologie zusammen. Also, wenn Gott den Jesus auferweckt, ist Gott in Anführungszeichen, Gott in Klammern Vater im Himmel, ja, der allein Handelnde. Wenn Sie sagen, der Jesus, so steht es nicht, der Christus ist auferstanden, wie das die östliche Tradition vor allen Dingen stark gemacht hat, von den Evangelien ausgehend, die lesen ja die Heilige Schrift genauso wie wir, dann meinen die damit, da heißt das auch nicht, der Mensch ist da, sondern der Sohn Gottes ist aufgrund seiner Göttlichkeit im Wirken des Heiligen Geistes auferstanden. Das heißt also, das Auferstehungskonzept wäre Ausdruck einer sich entwickelten christologischen Reflexion. Da genügt es nicht mehr, dass man sagt, Gott hat das gemacht, sondern da weist man den drei Personen in Gott schon spezifische Funktionen zu. Also der Sohn steht als Gott auf in der Kraft des Heiligen Geistes, weil er so seine Sendung, die er vom Vater hat, erfüllt. Das ist ein manifester theologischer Beitrag, der verschiebt auch was. Da tut nicht einfach irgendwie ein Gott was dann mehr, sondern da ist es der Sohn, der aufersteht. Das ist eine Leistung, mit einem Wort. Ne? Finde ich jetzt schon. Und das, glaube ich, steht da im Hintergrund. Genaues, also jetzt von den Evangelientexten her, weiß man da nicht. Das war ja auch, der Professor Heininger hat gesagt, für ihn wäre das sozusagen ein Hinweis auf eine beginnende und fortschreitende christologische Reflexion. So würde ich das auch sehen. Ja. Ich würde da jetzt aber auch kein Drama draus machen. Bild, vom Bildhintergrund her ist Aufstehen und Aufwecken. Das ist der Bildkomplex des Bettes, entweder als Totenbett oder als Krankenlager. Ja? Also wenn Sie das Krankenlager haben, der gesund ist, der kann aufstehen, entweder indem man ihn aufrichtet, so in der Petrus-Geschichte haben Sie einmal die Schwiegermutter des Petrus, ne? Die wird von Jesus aufgerichtet, also die macht es gesund. Beziehungsweise vom Totenbett dann als richtige Totenauferstehung. Ja? Und das so als Bildkomplex jetzt ist das natürlich sehr, sehr, sehr anschaulich für das, was da passiert. Schlaf als Bild für Tod oder Krankheit. Ich denke allerdings gerade bei der Aussage, Gott hat ihn auferweckt, dass das also eine sehr starke Markierung ist, gerade auch in den Schriften, in der es heißt, der Gehängte ist von Gott verflucht. Nun ist Jesus gehängt worden. Ja. Und vor aller Augen ist er gewissermaßen nach dieser alten biblischen Aussage verflucht. Und dann kann man, denke ich, diese Aussage, Gott hat ihn aber auferweckt, viel stärker verstehen, zu sagen, das ist die wahre Antwort Gottes, er hat ihn eben nicht verflucht. Unsere evangelischen Brüder und Schwestern und Brüder machen das ganz stark. Pannenberg ist einer von denen, der es genauso erzählt. Also gegen Deuteronomium 22, ganz klare Aussage, das ist die sozusagen die göttliche Rechtfertigung dieses Jesus, der von den Menschen gerichtet. Klar, das wäre eine theologische Strategie, die man mehr oder weniger stark judenfeindlich akzentuieren kann, aber war sicher die genaue Gegenposition klar, der Jesus ist es. Pfingstpredigt vom Petrus in Apostelgeschichte 2, den eure Obrigkeiten verworft, der ist zum Eckstein. Und dann hätten schon wieder so eine Art von theologische Strategie.
Also jetzt rein gruppensoziologisch würde sich da darin zeigen, dass das Christentum auf eine ganz bestimmte Profilschärfe Wert legt und sich aus dem jüdischen Umfeld auch ausgrenzt. Ja? Also wir glauben nicht mehr dasselbe wie ihr. Sicher wohl auch als Folge, dass die Juden sich, also die Christen ausgegrenzt haben. Das ist ja das Trauma, was man so sagt, was diesen johannäischen Gemeindeverbänden mehr oder weniger ihre Theologie in die Feder diktiert hat. Also wenn es in Johannes aus Liebe deinen Nächsten, dann ist es der Christ. Ja, also das ist nicht ein beliebiger Nächster. Wie heute die Frau Poplot sehr schön gesagt hat, Auferstehen tun bei Paulus die Christen, ja, nicht die anderen. Dass wir das heute nicht mehr so sagen, wäre schon wieder ein Hinweis dafür, dass man was anderes sagen kann und trotzdem behaupten, wir glauben das Gleiche. Ja? Also das mit der Wahrheit ist ein komplexes Phänomen, das man ohne Geschichte nicht erklären kann. Ja? Und wir begründen ja auch theologisch, wenn Gott die Welt geschaffen hat und wenn das sehr gut war, dann ist keiner draußen. Ja? Sonst war das irgendwie nicht so ganz gut, beziehungsweise Gott kann es halt nicht besser. All das wären natürlich Gottesbegriffe, die dann theologisch diskutiert werden müssten. Ich habe mir gespannt, aber ganz ehrlich ist es. Da waren doch noch zwei Themen zu dem leeren Grab. War doch noch Ihr Thema, der Auferstehung. Der Leib. Ja, und da habe ich an Sie eine Frage. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, weil mich das interessiert hätte. Einmal, wie Jesus zu Maria Magdalena sagt, rühr mich nicht an. Da hätte ich Ihre Antwort gerne gewusst, was für ein Auferstehungsleib er da hatte. Bei Thomas, wo er wirklich, sagen wir, und das hätte ich von ihm. Ja, ich sage es wieder mal, ich hätte Exeget werden sollen. Also, also, rühren mich nicht an, ist die zweite der Geschichte. Erste, Maria Magdalena und der Heilige Thomas. Der Heilige Thomas, okay. Der Thomas passt gut, weil das habe ich mit Paulus in einem anderen Zusammenhang aufgegriffen. Wenn es einen irdischen Leib gibt, muss es auch einen überirdischen Leib geben. Ja? Und wenn die sagen, Thomas, Freund, ja, da langen wir in die Wunden und so, dann sagt er, du, ich bin echt. Das ist jetzt keine Halluzination, was du da erlebst. Ja? Also, das klagt. Modern gesprochen, das Wort hatten die damals nicht, Realität ein. Ja. Das ist realistisch. Die Gruppe allein und so. Ne? Ist ja schon, ist ein, also das setzt diesen Akzent. Noli me tangere. Rühr mich nicht an. Das setzt den Akzent, den ich hatte, also sag, diese naturalen Metaphern funktionieren nur bis zu einem gewissen Punkt und dann ist alles anders. Die kann den nicht festhalten. Ja? Und auf der anderen Seite ist das würde ich einmal, da gibt es auch viele, das ist so eines der klassischen Themen, die in der Kunstgeschichte auf noch und noch durch die Jahrhunderte hindurch auf Bildern dargestellt werden. Berührung ist ja ein ungeheuer prekärer oder empfindsamer oder ein Kontaktort. Und wenn einer sagt, lang mich nicht an, also das geht mir jetzt nicht um die Zurückweisung, sondern das ist eine Art und Weise, wo die Entzogenheit und die Nähe, also sozusagen einer Gottesbegegnung, ja wunderbar anschaulich wird. Ja, gerade weil sozusagen die nicht hinfassen kann und er doch vor ihr steht. Und deswegen hat das auch so, das ist also eine ganz hochinteressante Stelle. Ja, also das würde jetzt den Akzent setzen, die Auferstehungswirklichkeit ist anders. Die ist nicht verrechenbar. Ja? Ja,